Hallo, da sind wir wieder. Yep. Mit dem nächsten Teil. Ja, und wir starten genau da, wo wir im letzten Teil gestartet sind. Na echt? Wieso ist das dann der nächste Teil? Tja, weil wir im letzten Teil nur Kämpfe gemacht haben. Tja. Wo wir auch Ausrüstung bekommen haben. Unter anderem für Morwen, dessen Äxte sehr viel schlechter sind, auch schlecht aussehen. Ja. Sieht ganz gut aus. Und Rüstung ist auch besser. Ja, haut drauf. Bitching passt auch farblich besser. Ja. Ah, der hat halt. Und der hat auch noch was. Die Nadel, der macht. Die Stärke geht total hoch. Boah, Junge! Krass. Und ist. Ja, macht drauf. 106. Ist ja so schon nicht überpowered, der eher oben. Nee, gar nicht. So, helfen wir auch dem Kollegen hier. Scheint das nämlich nicht irgendwie so. Nee, ja, wir gucken ihm gerade 5 Minuten zu oder so. Ja. Ja. So, Barator, dann mach doch mal wieder deinen gezielten Angriff. Vielleicht kriege ich auch. Nee. So einen kriege ich nicht klein, glaube ich. Stimmt. Ja, mal gucken. Gereicht. Erstmal nerven, Bogenschützen eliminiert. Ew. Ich hätte gerne meinen Zwerg. Nee, du darfst nur einen drin haben. Ja, Idria kommt gleich raus. Ja, okay. Ich greife mit dir nicht an. Panzerbrechern. Ja. Bam. Okay, sind ja nur 4000. Das dürfte ich auch hinkriegen. Mach mal Elogos. Der war schon lange nicht mehr. Ja. Mit seinem langen geknickten Bogen. Hoffentlich ist nur der Bogen geknickt. Knick in der Optik, wenn er nicht trifft. Oh, das haben wir aber schon mal besser gesehen, Elegos. Zeig mal, was du hier mit kannst. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Das war es jetzt für dich mit dem Schwertangriff? Doch nicht. Machen einfach platt. Ich kann auch nichts irgendwie machen, was uns stärkt, ne? Nee, du bist eigentlich nur für Abwehr zuständig. Abwehr und Angriff. Typisch Zwerg halt. Ja, voll der Tank. Tja. Du willst mich doch verarschen, darf Junge. Darf ich doch nochmal angreifen. So, gezielter Angriff. Wenn der daneben geht, lache ich. Okay. Voll mit reicht, glaube ich. Mit der Schwertspitze hier. Ja. Und das Skin. Ja, kluck. Gibt ja richtig viele EP. Total. So, haben wir dem Kollegen auch geholfen. Oder er ist gerade gestorben, man weiß es ja nicht so genau. Ja. Gehen wir weiter. Ja. Morgen wird rundum neu ausgestattet. Oh. Den ja, wir müssen langsam die epischen Szenen wegkriegen. Ne? Ja. Es geht das Gerücht. Man habe die Waffe des Feindes gefunden. Er ist in die Hände der Elben geraten. Dies Ding muss nach Gondor gelangen. Du musst gehen. Bringe mir dieses mächtige Geschenk. Der Truchsess hat nichts als Verachtung für Faramir übrig. Genau wie für dich, Beritor. Ist es nötig, nach Bruchtal zu reiten? Schicke mich an seiner Stadt. Diesen Auftrag vertraue ich nur deinem Bruder an. Dem einen, der mich nicht enttäuschen wird. Heute ist Boromir tot. Und Faramir zieht sich zurück. Osgiliath ist Gondors Verhängnis. Tja, das war aber von vornherein klar, dass die Stadt nicht halten können. Ja. Ich glaube, die haben nur 500 Mann oder so, haben die mal im Film gesagt. Was denn? 500 Mann in der Stadt. Das ist nix. Passen da rein? Nee, haben sie da positioniert. Aha. Und noch eine epische Szene. Jetzt feiern die hier auch ab. Gothmog ist Saurons bösartigster Hauptmann. Nur sein Herz ist schrecklicher als sein Gesicht. Er führt die Horden Mordors über den Anduin.
und befehligt den Angriff auf Minas Tirith. Sie werden die Stadt nicht belagern, sondern mit mächtigen Kriegsgeräten angreifen. Gothmog verschont niemanden. Der dunkle Herrscher will den Willen Gondors brechen. Endgültig. Bahne dir einen Weg zur Stadt. Du wirst dort gebraucht. Ich brauche dich dort. Das auch noch. Tja. Jetzt sind wir noch für Gandalfs Schicksal verantwortlich. Ja. Ist halt nur ein Zauberer, ne? Ja. Der hat's auch nicht so drauf. Ja, eigentlich schon. Naja, geht, ne? Aber was ist ein Zauberer ohne seinen Stab? Ein Zauberer? Nein. Ganz schön viele. So, jetzt versuche ich mal so einen mit voller Energieleiste. Muss recht locker. Alles klar. Ich glaube, du gehst wieder weg. Du bist mir zu schwach. Und Morwen ist eigentlich zu ungenau. Und die ist auch nicht wirklich unbedingt stärker. Doch, stärker als Elegost. Weißt du? Weitaus stärker als Elegost. Ja, das stimmt. Bisschen Herausforderung. Ja. Oh nein! Au! Durchs Schild. Ach komm, muss den auch noch kalt. Sehr gut, Morwen trifft mal. Kann ich auch. Gut, jetzt nicht vielleicht mit einer Axt, aber mit der Fernbedienung kann ich das. Ja. Da bin ich meistens auch schon wieder eine Schnalle. Ja. Oh, hat das heute hier voll der Schnallenmagnet. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die schlechter. Ich glaube schon. Geist und Kunst. Von den Werten auf jeden Fall schon mal. Weg damit. Schade, dass man nicht verkaufen kann. Aber es gibt ja eh kein Geld hier. Okay. Speer der Rohirrim. Fünf lang. Soll man einen rauchen? Ja, ohne. Nee, danke. Ich rauche nicht. Ach, steh ich nicht so an. Wie viel hat der? 91. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, bei denen haben wir auch aus einem Schattenmodus-Level. Kann sein. Und eine lange Straße voller Kämpfe steht mir wieder bevor. Juhu! Was freuen wir uns? Hab ich da gerade irgendwas gehört? Nee. Guck mal, hat der zwei Gegner, die Sau. Ja. Aber den kannst du, glaube ich, auch noch erwischen mit Zauber. Ja, mit Zauber, ja. Bumm. Naja, immerhin fügen sie ein bisschen die Umgebung ein hier. Ja, nimm Morwen doch ihren Gegner. Ja. Anstatt den mit Zauber da hinten weghaust. Nee. Schwert war dran. Der macht doch den Diebstahl, kannst du auch, oder? Ja, kann ich tatsächlich. Willst du den nicht normal angreifen? Versuch mal. Warum? Warum kannst du den nicht normal? Du stehst doch näher. Nee, aber bei mir ist die Mauer dazwischen. Ja, oh, als ob der nicht... Ach. Ja. Ist doch dumm. Vor allem läuft die. Ach ja. Oh, Aufstieg. Ja. Oh, war ja nicht ich. Meine Güte. Gott, werden wir hier zugeschissen, als wären wir hier auf den größten Kampf aller Zeiten vorbereitet. Ja, werden wir. Geschick. Beide. Ja, glaube ich besser. Ups, ne, hat ja gar nichts. Oh, meine Güte. Ach komm, machen wir die mal. Seine Armstiegen. Hat die schon länger? Gar nicht mitbekommen, dass sie welche bekommen hat. Der immerhin 91. Ja. Ach, der lag nur in der Kiste. Ich frage mich auch, wie so ein Speer in so eine Kiste passt. Ja. So ein Klappspeer, weißt du, wie für so eine Zeltstein mit so einem Gummiband da drin. Ja, oder so ein Teleskop-Speer. Wie so ein Schlagstoff. So. Ja. Die haben sich aufgepowert. Sonder. Oh Gott. Ich bin jetzt mal gemein. Ja, toll. Aber ich glaube, zumindest Berit hat sowieso schon alles im Schwertkunst erlernt. Ja, hat er. Hä? Wieso du?
Aber das war wahrscheinlich dieser Zauber. Ja. So ein reflektierendes Schild. Aber ich habe überlebt, Junge. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so gewollt. Ja. Du müsstest mich mal heilen. Das ist wie das Gravitas bei Final Fantasy. Das kann ich auch nicht töten. Was aber Gravitas? Das ist eine Attacke, die immer deinen Schaden. Sagen wir mal, du hast 5000 HP. Ja. Und du machst Gravitas, zieht es 2500 ab, also nur die Hälfte. Okay. Demnach wird es halt immer weniger dann irgendwann. Ja. Je weniger HP du hast. So war es, glaube ich. Aber geht auch nur bis 1 runter, ne? Ja, den kannst du auch nicht töten mit dem Ding. Guck mal. Das verstehe ich auch nicht, warum manchmal Königsrot so viel Wirkung hat. Ein Königsrot, alles voll. Ja. Vor allem, wie soll man das denn verbrauchen? Vor allem wäre da ein Speicherpunkt gewesen. Ja, ist doch egal. Oh, neuer Bogen. Und noch immer. Vielleicht wird er dadurch mal stärker. Zweifelt, ja. Er ist immer vom Schaden besser. Ach, das ist... Legolas Bogen. Ja, der erste Bogen von Legolas. Den er bis... Ja, den er bis... Wie, bis... Lorien hat. Oder Lorien. Ja. Die Elben sagen Lorien. Nicht Lotte. Ich weiß. Komm, die zwei Kämpfe schaffen wir, glaube ich, noch. Die zwei Kämpfe schaffen wir, glaube ich, noch. Ja, wenn ich einen davon mit Hathor benden darf sofort. Das ist ja langweilig. So als Instant. Soll ich? Ach, egal, mach was du willst. Ah, ein bisschen Feuer weg hier. Ja, wir sind ein bisschen überpowered, man merkt es vielleicht. Ja. So ein bisschen. Verpufft. Alle weg. Sei froh, dass sie nicht nochmal so ein Schild hatten. Ich wieder bei 1 gelandet und? Hätte ich dich wieder was von meinen kostbaren Königskräutern. Ja, wir haben ja nicht noch 118. Nee. Voll wenig nur noch. Ja, ja. Wir nagen schon am Hut. Ja. Er ist 18 aber mit drin. Wir dürfen ab jetzt Zwergenbier nicht mehr so gebrauchen. Ja. Weil das wird nämlich für einen sehr späten Kampf noch relativ wichtig. Boah, 9000, Junge. Ein alter Vater, ey. So, wäre Tor. Dann machst du der vor dir steht. Ist das der der Kampf, den ich denke, wo wir das brauchen? Der letzte, wir können es ja eigentlich sagen. Okay. Wir sagen ja nicht, gegen wen wir kämpfen. Gut, dass die Kamera das nicht sieht. Ja. Weil ich gerade für eine Geste gemacht habe. So, gib mir hier. Zack. Klaut die. Ja. Voll die Polen. Nee, Gondorianer. Nein, Polen klauen. Also ist ein Klischee. Also. Ich habe einen Polen bei mir in der WG sitzen. Bis jetzt ist noch nichts verschwunden. Und ich habe es noch nicht gemerkt. Hast du wenigstens den Raum zu deiner PlayStation abgeschlossen? Klar. Immer. Immerhin. Daneben. Ach, das war ja auch so Fernangriff-Magie-Ding, ne? Steinschwinger. Kann sein. Oh, ne. Berserker. Eine Attacke? Which one? Ja, was ist ich für eine? Was für eine? Ich kann mir nicht alles merken. Ja, früher waren wir mal besser da drin. Ja, aber da haben wir das Spiel auch regelmäßig gezockt. Ja, da haben wir das die ganze Zeit gezockt. Ja, jetzt gucken. Berserker. Angriff, der hat trotz Abwehr schwächt, aber seine Schnelligkeit kurzfristig erhöht. Lern mal, kann ich was anderes lernen? Was denn? Wolltest du uns immer kritischen? Ja, mach das. Vielleicht krieg ich das bis Ende noch hin, 95. Vielleicht. Ich bezweifle es ja. Oh, wieder was für Eonen. Und ein polierter Elbenstein der Magie. Poliert. Was haben wir nochmal drin? Alten Elbenstein. Viel besser. Besser aus. Ja. Nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Teil hier wieder. Und im nächsten Teil geht es dann weiter. Immer noch durch langweilig aus Gilead. Ja, so ist das leider. Ja, dann sehen wir weiter. Also bis dann. Bis dann. Tschüss.